Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute spielen wir wieder Angry Birds Epic. Und ich werde das wieder abwechselnd mit Yo-Kai Watch machen. Also, ich meine das so, dass das nächste dann wieder Yo-Kai Watch wird. Also das nächste Folge. Und dann kommt eben wieder Angry Birds Epic, das ist immer so abwechselnd. So werden wir das dann, so werde ich das dann machen. Und jetzt das nächste Video, was kommt, das wird wieder ein Yo-Kai Watch Video sein. Oder ich mache, wenn ich bei Gorilla HD bin, noch eins. Das weiß ich nicht genau. So, was kriegen wir? Ja, kacke. Weg mit dir. Weiter geht's. Z-Gegenstand. Ist ein Z-Gegenstand. Wie hab ich so Glück? Ja, okay, kacke. Auch kacke. Weg mit dir. Wer hat noch was? Du hast noch was vor, oder? Ja. Wie viele Münzen? 105 Münzen. Wir könnten uns fast den Samurai leisten. Und der ist schon ziemlich wichtig. Aber ich würde es besser finden, wenn ich Set-Gegenstände für den Angriff bekommen könnte. Und nicht nur für die Verteidigung. Die beiden, die ich ja jetzt bisher bekommen habe, waren ja beide für Verteidigung. So, und hier mit dem goldenen Schlüssel geht es auch hier weiter. Deswegen machen wir jetzt nämlich erst da weiter. Das ist optional, aber weil ich ja bei jedem Level 3 Sterne haben möchte, muss ich das auch machen. Gucken wir mal. So viel Leben scheinen die nicht zu haben. Hehehe. Jetzt zusammen sollten die aber töten können einen. Ja. Zusammen können die einen von denen töten. Boom. Bäh. Leben hast du noch, das mein Galt. Bumm. Ja, Meisterschaftsaufstieg. Selbst der Hut ist jetzt stärker geworden. Das heißt, die Stats von meinem Vogel werden erhöht, wenn der diesen Hut aufhat. Und das Gute ist, auch wenn man so oft am Glücksschwein zieht, dass man ordentlich viele Sachen bekommt, egal jetzt ob gut oder schlecht, aber man bekommt ordentlich viele und die kann man dann alle verschrotten, wenn die im Kacke sind. Und dann bekommt man viele Materialien. Hier, Meisterschaftsaufstieg. Die Leben und die Kraft des Vogels sind um 2% erhöht worden. Deswegen möchte ich auch so schnell wie möglich den Samurai haben. Boom. Boom. Und du stirbst. Jetzt haben wir auch einen Meisterschaftsaufstieg. Warum hat der denn jetzt den ein bisschen früher bekommen? So, stirbst du mal. Bei jedem besiegten Gegner bekomme ich jetzt auch. Bekomme ich nicht nur XP, sondern ich bekomme auch Medaillen. Okay, jetzt nicht bei jedem, aber bei den meisten.
Jetzt gibt's erstmal einen ordentlich aufs Maul. Er stirbt. Also los, los, los. Heilung. Angriff. Ich finde kritischer Schlag finde ich besser als Kettenangriff. Deswegen habe ich bei Red kritischer Schlag reingenommen. Ich finde das halt viel besser. Angriff? Was ist der Mut? Nein. Und wieder geheilt. Und tot ist er. Es wird Zeit für eine gute alte Explosion! Die Banditen haben überlebt? Wie heißen die? Die Schurken haben überlebt. Deswegen ist kritischer Schlag einfach so geil. Und das bringt dir überhaupt gar nichts. Ja, heil nochmal Redfall. Und jetzt tot! Was bekomme ich aus der Kiste? Ja, Meisterschaftsaufstieg für die beiden Hüte, die ich habe. Münzen, nice. Samurai. Ja, können wir uns auch was kaufen? Zu teuer. Das will ich aber eh nicht benutzen. Wo geht's jetzt eigentlich bei? Ach ja, hier. Der Prinz Borki. In die zweite Burg. Okay, der stirbt am nächsten Zug daran. Boah. Stellen die beide? Nice. Boom. Männer! Hä? Ich hab doch einen Zaubern auf der drauf. Ach egal, die Ranken töten den jetzt. Also nochmal kurz heilen. Und tot ist er. Und es tut mir auch leid, dass in der Ecke immer so ganz, dass in der Ecke hier rechts mit V-Recorder, da eben V-Recorder steht. Leute, das ist nicht sonderlich groß und das stört auch nicht sonderlich. Dafür kann ich ja die Videos eben 1000-mal schneller hochladen. Das letzte Epic Video war 40 Minuten. Das habe ich in 10 Minuten hochgeladen. Der lädt das viel schneller hoch mit der App. So, kurz. Dann machen wir jetzt noch, das ist noch weg. Hier. Hier haben wir noch die Materialien kurz. Nice. Dann ab zu dem. Der ist schwer. Du musst weg.
Wir müssen mit dem antreten. Denn der hat einen Vergiftungseffekt, der Typ. Und der ist ziemlich krass, der Effekt. Und ich kann mit dem Effekt vom Blauen, kann ich diesen Vergiftungseffekt wegmachen. Und ich kann jeden negativen Effekt entfernen. Auch wenn ich angreife, kann ich das entfernen. Und so bringt ihm das überhaupt gar nichts. Angriff! Das war die Vergiftung. Das ist mir sowas von egal, das kannst du noch ein paar Mal machen. Attacke. Der wird jetzt gleich sterben. Oder wenn ich nochmal voll gehypt bin. Tot! Und da habe ich Stil auch schon geschafft. Jetzt Kiste, die Kiste kriege ich eh nicht. Da ist eh nichts sonderlich Gutes drin. Da sind ein paar Materialien und Heiltränke drin oder so. Aber das ist eh nicht so wichtig. Ja, der Typ ist auf jeden Fall eine Flasche. Ziemlich schwach. Und da stand ja da vorhin auf der Karte. Und ich will das letztes Detail, weil wir den besiegt haben, ist er da jetzt auf einmal nicht mehr. Was? Das ist ein Meer? Ach, das Buch, das Blitz, das Buch. Warum habe ich das schon? Dann gucken wir mal, ob wir das herstellen können. Das ist alles Verteidigungssache. Red Bambus. Kann ich herstellen. Krieg jetzt Bambus her. Mach ich aus Papier, oder? Aus Holz. Das sind 7. 9. 5 Holz bekommen? Tatsache. So, und jetzt doch bei der. Nochmal 2 Holz. Jetzt auch hergestellt, denn Bambus kann man so allgemein in den Levels noch gar nicht bekommen. Brauche ich hier den? Ne, ich brauche da die Bombe. Ich brauche den nicht. Es gibt jetzt keinen negativen Effekt von irgendwem, den ich jetzt unbedingt wegmachen müsste. Die Kleine ist tot. Meisterschaftsaufstieg. Dann töten wir dich auch noch. Und du kriegst die Ranken. Erste Welle wäre das schon mal geschafft. Und das ist jetzt schon wieder etwas komplizierter. Dann mache ich den weniger Angriff und dann stirbt er in den Ranken. Männer! Ich muss warten, bis dem seine Blitzteile ausgehen. Kann ich den killen? 508? Verdammt! Fast.
Tot. Das hier sind alles Zombies. Und wenn man die nicht killt, also die stehen nach, wenn sie sterben, stehen sie nach 3 Runden wieder auf. Die machen zwar nicht viel Damage, aber sind eben nervig. Bam. Ich damage die alle so ein bisschen, dann will ich die nachher alle umbringen. Wie viel Leben haben die? 216? Die werden jetzt gleich alle sterben. Als ob die Wutschili. Bom, bom! Alle tot. Hallo? Danke. Danke, danke. Level up. Das heißt, eine neue Runde am Schwein. Goldschwein, wenn du einen Goldschwein besiegst, erhältst du Glücksmünzen. Halt die Augen offen. Meisteraufstieg. Jetzt kann ich irgendwo einfach, aber hier, man sieht, das Schwein schläft. Das ist hier, das Schwein schläft. Oh, da ist es. Komm her! Ich glaube, das ist einmal pro Tag, läuft das hier rum. Also ich werde natürlich auch, wenn kein Yokai Watch, wenn Yokai Watch überhaupt kommt, werde ich natürlich das Glücksschwein werde ich machen. Und ich werde die Gratis-Sachen am Glücksschwein machen. Das war's eigentlich und oh mein Gott, dich du sterben. Dieser Schwein lässt Schleuzlinge fallen, wenn er erledigt ist. Und das nicht gerade wenig. 91 Damage mache ich danach. Wie viele Schweine sind hier? Du stirbst. Und du stirbst an den Ranken. Oh, ganz viele Schleuzlinge. Das hat so viel gebracht. Kannst auch wegrennen? Nee. Lässt einen Schnäuzling fallen, wenn er Schaden erlitten wird. Ich habe einen so ein Schwein, das ist auch ein Schnäuzling. Das bringt dir gar nichts. Das ist eine ganz normale Münze. Mann, wie viel Prozent leert der? 30%. So wird verhindert, dass man das überhaupt benutzen kann. So 30% sind schon echt viel. Immer wenn das zum Ende ist, greift er an und macht das alles sofort wieder weg. Und du stirbst. Und wir machen dich fertig. Wir machen dich richtig fertig. Ja, immer wenn man das angreift, hat sie kurz ein blaues Auge. Jetzt hat sie zwei blaue Augen. Danke für den Schnäuzling, du kleines Schwein. Und die Gratisziehungen, ich werde eigentlich alles machen, was man nur an, was einmal pro Tag ist. Ich werde aber kein Level machen. Jetzt egal, ob welche, die ich schon gemacht habe oder einfach nur zum Farmen. So. Öffnen wir jetzt erstmal eine Runde an dem Schwein. Ziehen wir eine Runde an Mr. Schweini.
Piggy nannt MacPiggy. Oh, nice. So. Das ist ein kritischer Schlag und das wird entzaubern. So. Man kommt einfach so viele Materialien, wenn man die Sachen verschrottet. So Bambus bekommt man erst so viel später, dass es sich überhaupt gar nicht gelohnt hätte, das zu machen, das Bambus. Also zu warten, bis man Bambus so bekommen kann. Darum ist auf dem Weg zur vierten Burg kann man Bambus bekommen. Wir haben noch nicht mal die zweite geschafft. Vielleicht gibt es auch irgendwo noch, sonst noch. Okay, hier seht ihr, hier ist Mister. Hier ist Mister, ich mach dir Gift. Das heißt, der muss mitkommen. Das heißt, Blue muss mitkommen. Ich sage, das sind drei verschiedene Vögel. Aber ich nenne Blue, denn die anderen Namen sind... Kann ich mir nicht merken. Das Problem ist so, dass er momentan ständig Leben hat. Direkt kaputt gemacht. Das ist, er macht auch noch Schaden. 100% Chance. Und 15% mehr Damage. Oh, schwau. Wohl eher Toto. Wir haben so viele Schnäuzlinge bekommen. Und ich weiß, wir könnten uns jetzt das neue Heilteil kaufen. Mach ich aber nicht. Denn im nächsten Gebiet sind wieder zwei neue Hüter. Die auch nicht gerade billig sind. Und die brauche ich natürlich, die Hüter. Der eine ist für Chuck und der andere ist für Blue. Dann kommt noch ein Hut für Bombe. Auch in dem Gebiet. Und dann kommt erstmal ganz lang gar nichts mehr. Attacke, das Schloss. Ich weiß, mein Schwein kriegt es mit dem besser. Ich werde es so machen. Ich hasse diese Wutschili-Lehren. Der stirbt nicht, Zucker den Ranken. Wir wollen nicht angreifen. Den kill ich? Mann, der ist so nervig. Mit seinem doofen, weniger Angriff. Ich geb's erst noch zum Maul. Ab in die Burg. Ich finde es ein nettes Detail, dass man erst draußen ist. Und dann, also man kämpft erst gegen, sozusagen gegen die Wachen draußen. Und dann geht man rein und kämpft gegen die Wachen drin. So. Bumm. Ich mag diesen Angriff nicht. Der ist böse. Angriff! Stirbt da ein Ranken gleich? Nein. Ach, dann bringen wir den so um. Ab! Okay, warte nach oben! Die beiden. Der muss ganz schnell weg. Alles auf ihn.
Warum ist der Ton so? Männer! Genau deswegen ist der Ton so. Den oberen kann ich töten. Ich muss den angreifen, dann stirbt er in den Ranken nicht. Warum in der Bug ist irgendwie immer der Ton weg? Du stärkst den Chopin in Prinz Porkys zweiter Burg. Lolli-Typ. Und zwei Federmänner. Die stärkste Einheit in Prinz Porkys Burg. Oder auch zwei Schweinegardisten. Und ein Korporal. Was auch immer das ist. Heilung. Und tot. Ich kann jetzt eigentlich alles nochmal machen. Der heilt sich um 356. Das ist so viel, damit schon hier in einem Zug nicht machen. Das war 50, oder? 25. 50 war zu stark für den Anfangshut. Ab gegen Prinz Porky! Attacke! Ich mach. Ja. So, ich mach dich jetzt groß. Kann nicht mehr als 86 Damage bekommen. Das hasse ich an Prinz Porky. Was machen die Bomben? 58. Explodiert die Bombe nächste Runde. Ja, die explodiert nächste Runde? Oder kann ich Prinz Porky noch mal ein paar Mal hauen? Kaputt? Kaputt? Nicht kaputt? Der Schlick geht jetzt weg? Nee, aber ich mache nochmal neu. Dann mache ich hier. Und hau nochmal so. Ja, ich gehe jetzt auf die Luft. Wozu? Die kann das ja nicht machen. Der kann eh nicht mal zu viel tropfen. Ja, jetzt geht das weg. Das Bocki kann ja ruhig das machen. Der kann ja eh nicht mehr als 86 Schaden da leiden. Die müssen ganz schnell weg. Weil Bombenfall. Zwei Runden verursacht 3 Schaden bei allen Gegnern. Warum soll ich die angreifen? Die verursachen 3 Schaden. Ich hab uns Smoky mit der Heilerin besiegt. Und die Bomben jucken keinen. Smoky, ich hab dich besiegt. Nein. Na gut. Mann. Ich bin gerade einfach ohne ihn ab. Ich bin tot einfach ohne ihn ab. Meine Part aber schon jetzt 30 Minuten geht, will ich den nach der Cutscene, die jetzt kommen wird, beenden. Ja. Was hat's eigentlich damit auf sich? Immer wenn wir ein Ei bekommen, dann leuchtet's da. Also ist ja ein Tor. Geht das auch, wenn wir alle Eier haben? Und wo ist gerade Fritz Pocky hingesegelt?
Sag doch. Aber da gibt eigentlich auch keinen Sinn. Warum bringt denn die nicht gleich alle zum Schweinekönig? Hier, da, da gibt's neue. Ach richtig, ich krieg ja noch 100 Schnäuzlinge. Eine Sekunde. Mit den 100 Schnäuzlingen, die ich jetzt dann nochmal extra bekommen habe, könnte ich doch das hier kaufen. Ja gut, machen wir das. Natürlich. 25 Münzen und eine Schnäuzlingmünze. Seht ihr? Und das mache ich morgen auch nochmal, diese Kiste. So, das war's mit dem Part. Hau da rein und tschüss.